Guten Tag. Entschuldigung, die Notaufnahme ist überfüllt. Wir wurden direkt hierher geschickt. Das ist meine Schülerin, die Caro Fest. Ich bin Leni Stahlke, die Sportlehrerin. Und die Caro hat starke Rötung im Dekolleté-Bereich und Rennt. Schmerzen. Vielleicht können Sie sich das bitte angucken. Ist Hallo, dringend? Caro. Mein Name ist Sommerfeld. Hallo. Nachdem die Schülerin von unterwegs bereits ihre Mutter angerufen hatte, trifft diese kurz darauf ein. Da die Reizungen im Brustbereich der 15-Jährigen zunächst auf eine Kontaktallergie hindeuten, nimmt sich Dr. Silvia Sommerfeld den Sport-BH des Mädchens vor und macht tatsächlich eine verdächtige Entdeckung. Das riecht nach Menthol. Das riecht das gerade auch. Das riecht wie meine Wärmecreme. Wärmecreme, ja. Ist die auch da drin, die Wärmecreme? Es brennt. Die Creme verträgst du gut. Die hast du schon länger und da ist auch noch nie irgendwas gewesen. Ich hatte vorher eine andere, aber die war dann ausverkauft. Mhm. Und dann habe ich zu der gegriffen. Ich glaube, die ist stärker. Das kann natürlich schon mal auch was Allergisches sein, gell? Stellt sich jetzt nur noch die Frage, wie kommt denn die Creme in deinen BH? Ja, das frag ich mich ehrlich gesagt auch. Ich weiß eigentlich nur, dass es höllisch brennt. Am Südring, die Familienhelfer. Caro, meinst du nicht, dass die Mädels sich dann dummen Spaß erlaubt haben? Ja, aber lustig finde ich das nicht. Nee, absolut. Deswegen würde mich auch interessieren, hast du eine Idee, wer das gewesen sein könnte? Es könnte nur Mara gewesen sein. Wieso? Was ist denn mit Mara? Ach, das ist eigentlich... Ich verstehe mich mit ihrem Ex-Freund gut. Hier, Mike, den kennen Sie ja wahrscheinlich. Geht das alles schon wieder los, Schatz? Was denn? Was geht denn los? Wir hatten einen Mobbingfall an der alten Schule. Deshalb haben wir den Schulwechsel mit ihr gemacht. Sie ist ganz schlimm gemobbt worden. Sie ist beleidigt worden. Das ging bis zu Handgreiflichkeiten. Und wir haben jetzt gerade erst die Schule gewechselt. Und wenn das jetzt alles wieder von vorne losgeht, das hält sie nicht aus und wir auch nicht. Verstehe. Profis, machen Sie sich keine Sorgen. Wir werden das auf jeden Fall klären. Aber natürlich mache ich mir Sorgen. Wenn, wissen Sie, wenn das Kind das zweite Mal Opfer von Mobbing ist, das macht keiner mit, das hält keiner aus. Wir hätten hier jetzt einen klaren Grund, weswegen das passiert sein könnte. Ich werde die Schulsozialarbeiterin mal anfragen. Ja. Die Idee der Sportlehrerin, dass die Schulsozialarbeiterin da mit involviert werden sollte, finde ich sehr gut. Für die Mobbingopfer ist es ganz schlimm und das kann wirklich in Depressionen und psychischen Erkrankungen enden. Wir tragen da jetzt eine Salbe auf und dann hört es auch sehr schnell wieder auf zu brennen. Und ansonsten denke ich, ist das eine gute Idee mit der Schulsozialarbeiterin. Muss das sein? Ich halte das für ganz wichtig, dass man das wirklich aufklärt, was da der Hintergrund ist. Nicht, dass du ganz schnell wieder in derselben Situation bist. Die Sportlehrerin wandte sich noch am selben Tag an Sozialarbeiterin Clara Götte, die nun zum nächsten Training der Volleyball AG kommt. Die Mutter der jugendlichen Patientin ist ebenfalls vor Ort und wäre gerne bei dem Gespräch mit den Mädchen dabei. Doch davon hält die Familienhelferin wenig. Gerade bei Mobbing finde ich es ganz ungut, wenn Eltern dabei sind, gerade bei Opfern, weil dann werden die Opfer gar nicht mehr ernst genommen. Okay. Können Sie einmal mit mir um die Ecke gucken und mir Caro und Mara bitte zeigen? Okay. Und dann sich gerne zurückziehen, da vorne war ein Café. Mhm. Ich informiere Sie über alles, aber ich möchte jetzt erstmal alleine mit den Jugendlichen arbeiten. Okay, dann machen wir das. Okay. So einmal gucken. Okay. Also Caro steht jetzt direkt hier vorne, komplett in Grau mit den blonden Haaren. Und Mara unmittelbar davor mit den bunten Hosen und dem blauen Shirt. Alles klar. Bis später. Bis später. Familienhelferin Clara Götte möchte sich einen neutralen Eindruck von Caro und der vermeintlichen Mobberin Mara machen. Daher hat sie die Sportlehrerin gebeten, ihren Besuch als teamfördernde Maßnahme anzukündigen. So, ihr spielt weiter bitte. Ich möchte was sehen. Hallo Frau Götte, schön, dass Sie da sind. Läuft ja ganz gut. Jein, also die Caro ist schon sehr passiv im Spiel. Die wird also gar nicht mit einbezogen. Ich glaube, sie hält sich selber auch ein bisschen zurück, aber ist ja schon schwierig, würde ich sagen. Okay, ich würde die Mädchen wissen, dass ich da bin als Teamcoach. Okay, dann können wir unterbrechen. Ja, ich würde sie jetzt. Genau, wir sind jetzt durch. Das eine Team hat gewonnen. Ich würde sie jetzt einfach ankündigen und dann schicke ich die zu Ihnen. Ja, sehr gern. So, Ladies! Jugendliche, wenn die wissen, es kommt noch ein Erwachsener wegen Mobbingvorwürfen, machen die natürlich dicht. Einerseits aus schlechtem Gewissen oder aber weil sie einfach finden, das geht keinen anderen was an, denn dann wird das Mobbing nicht mehr funktionieren. Deswegen haben wir uns diese besondere Aktion bezüglich der Teamfähigkeit überlegt. Sportlich braucht ihr mich nicht, das macht eure Trainerin wunderbar, habe ich gesehen, aber... Was für jedes Team gut ist, auch übrigens für Erwachsene, ist nochmal ein Teamzusammenhalt, das zu fördern. Da gibt es nochmal ganz andere Übungen außer den sportlichen, die ihr jetzt sowieso schon kennt. Wärt ihr bereit, mit mir zu arbeiten?
Entschuldigung, seid ihr da? Wärt ihr bereit, mit mir zu arbeiten? Ja! Ja. Mögt ihr einmal mit mir rüberkommen? So, passt auf. Was nach Bastelarbeiten im Kindergarten aussieht, ist es nicht. Ihr habt gleich die Aufgabe, um die Wette in Zweierteams eine Brücke zu bauen mit diesen Pappen von da nach da. Ihr habt gutes Klebeband, ihr habt Pappen und Scheren. Und hinterher muss darauf eine leere Sporttasse stehen können. Das heißt, die Brücke darf nicht zerbrechen. Ihr seid in Zweierteams. Und das ist deswegen wichtig, weil wenn ihr auf dem Platz steht, ihr müsst euch gegenseitig als Team wahrnehmen. Ihr müsst sehen, wer ist frei, wer kann angespielt werden, wer nimmt den Ball und so weiter. Und das ist eben zu zweit sehr cool. Man muss miteinander, ne? Ihr habt nicht viel Zeit zu reden, es geht um die Wette, immer zu zweit aufeinander achten, miteinander arbeiten. Ich würde sagen, ihr zwei geht an die Ersten, ihr steht... Ach komm, Leute, da fängt Team an. Nicht diskutieren, zack, an die Stühle, machen wir. Während bei den anderen Mädchen sofort der sportliche Ehrgeiz geweckt ist, arbeiten Caro und Mara eher gegeneinander als miteinander. Soll ich diese Klebedinger machen? Ja, was willst du machen? Perfekt. Ja, Leute, genau das ist der Punkt. Zickenalarm nach hinten schieben. Ja, es ist ganz wichtig, wenn ihr gewinnen wollt, und ihr seht so aus, als wollt ihr gewinnen, haut rein. Nur für diese eine Übung, und ihr werdet sehen, das wirkt Wunder. Angestachelt durch Clara Götter arbeiten die größten Kontrahentinnen dann doch noch Hand in Hand und können den Wettkampf sogar für sich entscheiden. Die Sozialarbeiterin hält den Augenblick für günstig, jetzt über die Mobbingvorwürfe zu sprechen. Dabei erlebt sie allerdings eine Überraschung. Ich würde jetzt gern, ihr lacht beide, ihr guckt ganz anders als eben bei dem Spiel, die Chance nutzen, zu fragen, was war mit dem Salbenangriff? Also es steht so ein bisschen der Verdacht im Raum, dass du total sauer auf die Caro bist, weil sie sich so gut mit deinem Ex-Freund Mike, glaube ich, versteht. Und dass vielleicht deswegen du die Salbe in den BH getan hast. Ich würde jetzt gerne einfach mal die Zeit nutzen, ne, dass ihr miteinander reden könnt. Also ich habe damit gar kein Problem, dass sie mit Mike Kontakt hat, weil ganz ehrlich, ich habe mit dem Spinner echt gar nichts mehr zu tun und du kannst ihn gerne haben. Also deswegen bin ich wirklich nicht sauer auf dich. Okay, das heißt, du hast auch keine Ahnung, wie das mit der Salbe zustande kommen kann? Also... Ich meine, das ist eine harte Nummer, ne? Das ist, geht in Richtung Mobbing. Ich habe natürlich mitbekommen, dass die Caro halt schon auf ein paar Mitschüler abgesehen hat. Und die hat ja auch auf Svenjas Facebook-Profil was gepostet, wie von wegen, die stinkt wie ein Kamel und keine Ahnung. Und sie hat auch schon sehr viele Gerüchte über Leute hier verbreitet, weswegen auch viele Freundschaften und Beziehungen schon zu Bruch gegangen sind. Und ja, ich denke mal, irgendwie wird jemand eine Racheaktion geplant haben. Okay, Caro, was sagst du dazu? Das hört sich jetzt ganz anders an. Ja, nee, nichts. Als die Mara dann erzählte, dass sie gar nichts gegen Caro hat, sondern dass Caro diejenige ist, die austeilt und andere Mädchen beleidigt, musste ich einen Augenblick überlegen. Aber die Mara war so authentisch in ihrer Art. Und Caro zog sich sofort zurück, konnte mich nicht mehr angucken. Körpersprache war ganz klar, da muss was dran sein. Ich schlage Folgendes vor. Ich kenne ja so ein bisschen deine Vorgeschichte. Ich würde gern deine Mutter dazu holen. Das mache ich normalerweise bei Tätern nicht, sondern spreche mit den Jugendlichen alleine. Aber die Mutter war so involviert. Und dieser Wechsel von Opfer zu Täterrolle, da hatte ich das Gefühl, ich brauche die Mutter, um die Caro zu knacken, dass sie sich mal ausspricht. Jetzt ist aber rausgekommen, und da kann ich nicht genau mit umgehen, dass die Caro ganz viel Mitschülerinnen angegriffen hat. Verbal, mit einem Post im Internet, Lügen verbreitet eventuell. Ich komme jetzt an Caro grad nicht dran. Schatz, was ist denn los? Du weißt doch genau, wie es ist, gemobbt zu werden. Ja und? Aber bevor ich wieder gemobbt werde? Ist doch besser, dass wir nicht gleich zeigen, dass ich, Schatz, dass ich stark bin. Anstatt, dass es wieder anfängt wie an der alten Schule. Caro, es ist ein No-Go. Du weißt genau, wie das ist. Du weißt genau, wie weh das getan hat. Und wenn du das hier anfängst, wenn du, dann bist du kein bisschen besser wie die Leute, die dir das angetan haben. Wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du gedacht, du setzt jetzt mal so ein Standing, tust auch ein paar Leuten weh, mit niemand mehr sich an dich rantraut, so wie sich keiner an die Mobber aus deiner alten Schule getraut hat. Den hat nie jemand was gesagt. Du drehst den Spieß gerade rum und nimmst selber Mädchen, die nichts getan haben. Ja, und drängst andere Mädchen in die Ecke. Und im Prinzip, ich habe dich eben beobachtet beim Spiel. Du warst nicht glücklich. Ne? Und Sport ist dein Leben. Und du bist ein Teamplayer oder eine Teamplayerin, das weiß ich. Und eben fing das schon an, du selber grenzt dich gerade aus. Ja? Und ey, ich finde, du bist wirklich in der Bringschuld.
Du musst dich entschuldigen. Das, was die Mädchen gemacht haben, ist der Hammer. Aber du hast ja anscheinend mehrere Sachen vorgegeben. Die können nicht wissen, was dir passiert ist. Und du fängst jetzt an, auszugrenzen oder dich selber rauszuziehen. Vielleicht wäre ja ein super Anfang, wenn du dich einmal bei Mara entschuldigst, weil du hast sie beschuldigt, das alles getan zu haben. Und das ist schon auch heftig. Mara, tut mir leid. Ist okay. Alles gut. Wir vergessen das einfach, ja? Ja, es tut mir wirklich leid. Ich glaube, ich hätte mal ein bisschen nachdenken sollen. So, und jetzt glaube ich dir gerade. Am Anfang habe ich es dir nicht geglaubt. Und jetzt kam das erleichterte Lächeln. Ich freue mich sehr. Ganz oft ist es so, dass die Opfer natürlich ganz viel Selbstbewusstsein verloren haben und auch das Vertrauen zu ihrem Umfeld. Das kann zu einer Ohnmacht führen, das kann hin bis zu Depressionen gehen tatsächlich. Allerdings tragen natürlich die Opfer auch das Gefühl von, mir ist was ganz Ungerechtes passiert in sich und auch ein hohes Aggressionspotenzial. Da kann es durchaus mal dazu kommen, dass sie in einer neuen Situation sagen, das passiert mir nie nochmal, und sie teilen selber aus. Leute, es tut mir auch leid. Ich war unfair zu euch und ich habe mich ja auch selber ausgegrenzt und ich habe euch beleidigt, ich habe Gerüchte verbreitet, das tut mir auch wirklich leid. Könnt ihr das annehmen? Also, ich habe eine wichtige Frage. Der Vorfall mit der Wärmecreme, das ist so ein Ding, das grenzt an Körperverletzung, und mir wäre wichtig, dass wir das jetzt hier ein für alle Mal klären und auch beiseite schaffen können, weil ich das nicht in unserem Team haben möchte. Also bitte Freiwillige jetzt vor. Okay. Ist das eine Meldung? Ja. Was die Caro gemacht hat, ist ohne jede Worte, ganz klar, da bin ich bei euch. Eine Gegenreaktion ist genauso schlecht, ja? Damit schafft ihr den Nährboden für ein echtes Mobbing, für eine echt schlechte Atmosphäre in dem Team. Und das wollt ihr nicht, das habt ihr auch nicht nötig. Bitte, bitte, wenn sowas passiert, ich weiß, Erwachsene sitzen da manchmal auf der Leitung, ja, aber wenn jemand fertig gemacht wird und man weiß, wer es ist, sucht euch Hilfe bei Erwachsenen, denen ihr traut. Bitte lasst dieses unsoziale Niveau nicht zu. Das wünsche ich euch allen. Und ansonsten trotzdem toi, toi, toi für euer Turnier. Dankeschön. Dankeschön. Dank des Einsatzes von Sozialarbeiterin Clara Götte ist das Volleyballteam tatsächlich noch enger zusammengewachsen. Caro fühlt sich mittlerweile sehr wohl in der neuen Schule und hat zu ihren Mitschülern ein freundschaftliches Verhältnis, ganz besonders aber zu Ex-Kontrahentin Mara.